Am Ende einer jeden Wahlperiode heißt es für die Parteien wieder, in den Wahlkampfmodus zu schalten. In der Öffentlichkeit ist aber wenig darüber zu erfahren, was die Parteien sich in der Behindertenpolitik für die nächste Wahlperiode wünschen. Wir haben nachgefragt. Also ich will mal drei Schwerpunkte für die nächste Wahlperiode benennen. Das erste ist der inklusive Arbeitsmarkt, wo wir einfach weiterkommen müssen. Und die derzeitige Corona-Situation hat auch gerade im Bereich des Arbeitsmarktes von Menschen mit Behinderung dazu geführt, dass deutlich mehr arbeitssuchend geworden sind. Also Kampf um einen wirklich inklusiven Arbeitsmarkt mit entsprechenden Förderinstrumenten wäre der erste Teil. Der zweite Baustein ist die vollumfängliche Barrierefreiheit. Wir haben dazu in unterschiedlichen Bereichen Anträge gestellt. Das reicht vom Tourismus bis in die Privatwirtschaft, beim Wohnen, beim Mieten, in der Krankenhausversorgung etc. Also vollumfängliche Barrierefreiheit auch für die Privaten, das verpflichtend zu regeln, steht auf meinem Zettel auch schon für die nächste Wahlperiode. Und um noch so einen dritten Punkt zu benennen, das ist dann wahrscheinlich ein größerer Bearbeitungsstand. Ich habe viel gespiegelt bekommen in den letzten 4 Jahren, dass das Bundesteilhabegesetz, was ja jetzt schon eine Weile alt ist, eigentlich dringend evaluiert, überarbeitet werden muss. Und wir sind uns eigentlich übereingekommen, dass wir wahrscheinlich dort den großen Wurf brauchen mit Anhörungen und das Ganze neu zu formulieren. Die großen Aufgaben in der Inklusionspolitik sind aus meiner Sicht zuallererst die, Menschen mit Behinderungen noch mehr die Tür aufzumachen, in den normalen Arbeitsmarkt zu kommen. Wir haben jetzt dieses Lotsensystem neu kreiert und in das Teilhabegesetz geschrieben. Da erwarte ich mir jetzt eine deutliche Dynamik, was auch Vermittlung von Menschen mit Behinderung in normale Arbeitsplätze anbelangt und dass auch der Anteil der Betriebe, die gar keinen Schwerbehinderten beschäftigen, deutlich zurückgeht. Also es ist ein bisschen ein Test für uns in der nächsten Legislaturperiode. Das Zweite ist, ich hoffe, dass wir nochmal beim Ausbau der Inklusionsbetriebe, die ich ein sehr gutes Modell finde, weil dort Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, sich weiter verbreitern. Wenn ich an mein eigenes Bundesland denke, dann gibt es da immer noch weiße Flecken, also Landkreise, in denen kein einziger Inklusionsbetrieb besteht. Das muss sich ändern. Dann hoffe ich, dass wir es hinbekommen, dass wir mit entsprechender Fachexpertise tatsächlich das Modell für ein neues Werkstattentgelt bekommen. Und dann sind einige Dinge übrig, die wir in dieser Legislaturperiode nicht hinbekommen haben, wie zum Beispiel die Assistenz bei der Wahrnehmung eines Ehrenamtes. Auch das halte ich für eine wichtige Sache. Wir wollen ja eine inklusive Politik betreiben, in der Menschen mit und ohne Behinderung gleicherweise sich ehrenamtlich in unserer Gesellschaft engagieren können. Ich glaube, dass wir in der nächsten Wahlperiode im Wesentlichen darauf achten müssen, Dinge, auf die wir uns schon im Grundsatz verständigt haben, wirklich in die Lebenswirklichkeit zu bringen. Dazu gehört bauliche Barrierefreiheit, jedenfalls bei öffentlichen Bauten. Dazu gehört die Einbeziehung der Privatwirtschaft bei grundsätzlichen Standards der Barrierefreiheit. Dazu gehört, dass wir nicht, wie wir es in dieser Woche im Plenum beschließen, Barrierefreiheit in vielen, vielen Jahren vorschreiben für Apps, für Programme, für Bankautomaten und dann aber trotzdem nicht regeln, dass der Bankautomat, der irgendwann im Jahr 2040 barrierefrei zu bedienen ist, nicht immer noch hinter einer Treppe stehen kann. Da müssen wir gucken, dass die Lebenswirklichkeit sich wirklich verändert. Dafür ist darauf zu achten, dass Dinge, die wir schon geregelt haben, Personenbeförderungsgesetz, barrierefreie Mobilität, wirklich in der Lebenswirklichkeit ankommen. Dazu gehört, dass wir dem Unternehmen Deutsche Bahn, das dem Bund gehört, untersagen, weiter nicht barrierefreie Schienenfahrzeuge zu kaufen. Und dazu gehört, dass wir es insgesamt schaffen, von der Mobilitäts-App der Bahn oder eines anderen Anbieters bis hin zu tatsächlichen Transportmöglichkeiten, begonnen beim Taxi, das einen zum Bahnhof bringt, über den Nah- und den Fernverkehr dort anzukommen, wo man ankommen will. Und zwar unabhängig davon, ob man Beeinträchtigungen hat und ob man gerade die Chance hat, eine persönliche Assistenz zu bekommen. Wir haben uns deutlich bekannt zu den Zielen, die die UN-Behindertenrechtskonvention hat. Wir haben uns auch deutlich dazu bekannt, dass wir hier zu erheblichen Fortschritten kommen wollen. Und wir haben das nicht nur im Wahlprogramm gemacht, sondern wir haben das in der vorletzten Woche, also in der letzten Sitzungswoche zum Protesttag für Menschen, für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auch ins Plenum eingebracht. Das heißt, es gibt sehr konkrete Anträge, nahezu alle Lebensbereiche betreffend, unter Einbindung der Privatwirtschaft, was uns niemand zugetraut hat, unter Einbindung der digitalen Welt, der Dienstleistungswelt, aber auch der
rein baulichen Umgebung, wo wir uns ganz klar zur Barrierefreiheit bekennen. Und es wird für uns eins der Ziele sein, das in der nächsten Wahlperiode in Umsetzung zu bringen. Wenn wir an der Regierung beteiligt sein sollten, ist das eins der Kernpunkte, für die wir uns einsetzen. Für die nächste Legislaturperiode gibt es auch viele Themen, die noch auf der Tagesordnung stehen. Zunächst gilt es mal, die Themen auch umzusetzen, die wir in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben. Zum Beispiel die Einrichtung von Ansprechstellen für Unternehmen, wenn sie eben Beratung brauchen, einen Menschen mit Behinderung in ihrem Unternehmen zu beschäftigen. Da gibt es viele Unterstützungsmöglichkeiten und um da einen Überblick zu behalten, gibt es diese Ansprechstellen, diese müssen jetzt eingerichtet werden. Darüber hinaus wird auch ganz wichtig sein, das Thema des Werkstattentgeltes zu überarbeiten, die Systematik, wie Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, entlohnt werden. Das wird auf der Tagesordnung stehen, hier eine sachgerechte Lösung zu finden. Es findet ja gerade auch ein entsprechendes Sachverständigengutachten statt, das erstellt wird. Und die Ergebnisse müssen dann auch bewertet werden und umgesetzt werden. Darüber hinaus werden wir auch beim Thema Barrierefreiheit noch eine ganze Menge zu tun haben, insbesondere, sage ich mal, auch im Gesundheitsbereich. Wir haben mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz haben wir ja auch gerade Produkte und Dienstleistungen vorgeschrieben, barrierefrei herzurichten. Und hier an der Stelle gilt es auch weiter anzusetzen, damit wir zu einer barrierefreien, inklusiven Gesellschaft kommen. Und ganz wichtig ist auch, dass wir die Thematik der Barrierefreiheit und der Inklusion nicht nur in Gesetzen regeln, sondern wir müssen sie auch in den Köpfen der Menschen hineinbekommen, damit es einfach immer mitgedacht und mitgelebt wird. Wir haben ja, alle erinnern sich, 2016 das Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Und an diesem Gesetz gibt es unheimlich viele Kritikpunkte. Die Bundesregierung hat ja damals gesagt, wir wollen, dass die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik realisiert wird. Sie haben dann aber ein Gesetz vorgelegt, bei dem man von vornherein wusste, dass das nicht funktioniert. Sie haben dann gesagt, das ist ein atmendes Gesetz. Nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz, mit anderen Worten, wir arbeiten daran, dass an diesen wesentlichen Stellen Verbesserungen kommen. Das ist in dieser Legislaturperiode nicht passiert. Und genau da müssen wir ansetzen. Was wir brauchen, ist ein volles Wunsch- und Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen. Der Mehrkostenvorbehalt muss weg. Es muss verhindert werden, dass es weiterhin möglich ist, dass Menschen gegen ihren Willen zum Beispiel in stationäre Wohnformen gedrängt werden, die Leistungen nicht bekommen, die sie brauchen. Wir brauchen die Finanzierung von Assistenz auch im Freizeitbereich, damit Menschen mit Behinderungen unter anderem, das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, in der Politik aktiv sein können. Ja, dass Leute, die Gebärdensprachdolmetscher brauchen, diese auch finanziert bekommen, wenn sie zum Beispiel ehrenamtlich Kommunalpolitik machen, damit sie mitbestimmen können und irgendwann die Möglichkeit haben, sich auch selber zu repräsentieren, zum Beispiel in den Landtagen, im Bundestag und auch im Europaparlament. Wir müssen klarstellen, dass Menschen nicht gegen ihren Willen gemeinsame Leistungen in Anspruch nehmen müssen, sondern dass jeder quasi nach seinen eigenen Bedürfnissen die Unterstützung bekommt, die er oder sie braucht. Das ist ein Feld, ja, diese Weiterentwicklung, dieses Bundesteilhabegesetz wirklich auf die Füße zu stellen. Das ist ganz wichtig. Ein anderer Bereich, der aus meiner Sicht von ganz hoher Bedeutung ist, ist die Frage der Barrierefreiheit. Ja, wir leben in einer alternden Gesellschaft. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass Barrierefreiheit für alle Menschen in diesem Land, auch für diejenigen, die den Kinderwagen schieben oder mit dem Rad unterwegs sind oder so, sind funktionierende Aufzüge wirklich eine Erleichterung des täglichen Lebens. Aber Barrierefreiheit bedeutet ja noch viel mehr. Und wir leben eben in einer alternden Gesellschaft, wo immer mehr Leute wirklich den Bedarf haben, in zugänglichen Wohnungen, die auch bezahlbar sind, zu leben beispielsweise, wo jeder die Möglichkeit haben sollte,
auch ja den Bäcker um die Ecke ja besuchen zu können, in die Kneipe zu gehen, in die Kinos. Das heißt also, die Verpflichtung privater im Bereich der Barrierefreiheit ist etwas, was längst überfällig ist und was wir in der nächsten Legislaturperiode unbedingt konsequent auf den Schirm nehmen müssen. Auch das ist leider in dieser Legislaturperiode vollkommen verpennt worden. Für die kommende Legislaturperiode will ich vielleicht auch mal eingangs erwähnen, es ist total wichtig, wir haben viel gemacht, aber es liegt auch noch ein Weg vor uns. Wir haben noch viel zu tun mit Blick auf Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Wir haben viel getan, um digitale Barrieren abzubauen, um Barrieren im Alltag abzubauen. Aber so vielfältig die Beeinträchtigungen von Menschen mit Behinderungen auch sind, so vielfältig sind die Herausforderungen. Und deswegen gibt es noch ein unglaublich großes Feld, das wir weiterhin bearbeiten müssen. Für uns SozialdemokratInnen steht an alleroberster Stelle, jetzt nach der Corona-Pandemie, im Zuge der Digitalisierung, im Zuge des Klimawandels. Das alles wirft weitere Kosten auf und diese Kosten dürfen auf keinen Fall zu sozialen Einschnitten führen. Das ist das oberste Gebot für uns SozialdemokratInnen und dafür stehen wir. Wir wollen nämlich Barrierefreiheit, Teilhabe weiter voranbringen. Wir wollen Tempo machen, damit es möglich ist, Menschen selbstbestimmt, mit Menschen mit Beeinträchtigungen selbstbestimmt leben können, unabhängig von der Beeinträchtigung, die sie haben. Ja, wir wollen die Werkstattentgelte auf neue Beine stellen. Wir wollen, dass Menschen, die in Werkstätten sind, den Mut bekommen, aus den Werkstätten herauszugehen, dass Werkstätten durchlässiger werden. Und wenn sie spüren oder feststellen, dass es für sie so nicht klappt, dann müssen sie und sollen sie auch die Möglichkeit haben, in Werkstätten wieder zurückzukommen. Das ist ganz wichtig, damit die Werkstätten einfach sehr durchlässig werden. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass Menschen mit Beeinträchtigungen mehr Teilhabe an Arbeit haben, damit sie ihr das elementare Moment, nämlich ihr eigenes Entgelt verdienen zu können, erleben können wie alle anderen Menschen in dieser Gesellschaft auch. Und nach wie vor ist es so, dass die Vermittlung in den Arbeitsmarkt von Menschen mit Beeinträchtigungen sich schwieriger darstellt. Damit es auch tatsächlich klappt, ist es total wichtig, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen immer dann, wenn sie zum Amt gehen, dort Leute antreffen, die den Reha-Bedarf feststellen, die feststellen, dass es hier eine bestimmte Beeinträchtigung gibt und dass dort die Menschen, die auf den Ämtern sitzen, durch entsprechende Qualifizierung in die Lage versetzt werden, die richtigen Maßnahmen frühestmöglich zu greifen. Denn eines ist total wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigung nicht von Pontius zu Pilatus gehen müssen, von einem Amt zum nächsten, von einem Reha-Träger zum nächsten. Das ist uns total wichtig. Einen ersten wichtigen Schritt haben wir gemacht mit dem Bundesteilhabegesetz. Und nun müssen wir an den Stellen, bei den Sozialleistungs- und Reha-Trägern vor Ort noch arbeiten, dass durch entsprechende Qualifizierung die Möglichkeit geschaffen wird, rechtzeitig den richtigen Reha-Bedarf festzustellen, damit Menschen mit Beeinträchtigungen früh auf den rechten Weg kommen, in die richtige Schiene gewiesen werden, um in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Das ist uns elementar.